Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Bernd Tomaselli. Schönen Donnerstag. Eine Vorarlberger Mutter musste vor 7 Jahren sterben, weil Ärzte in einem Vorarlberger Landeskrankenhaus eine falsche Diagnose gestellt haben. Das hat jetzt der oberste Gerichtshof entschieden. Eine Hirnblutung der damals 44-Jährigen blieb unentdeckt und unbehandelt. Jetzt fordert der Ehemann 47.000 Euro Schadensersatz ein. Die Freibadsaison in Vorarlberg neigt sich langsam dem Ende zu. Eine vorläufige Bilanz zeigt, es gab diesen Sommer bei einigen Freibädern ein Plus an Besuchern. Ewald Petritsch vom Rheinauen in Hohenems im Antenne Vorarlberg Interview. Ja, wir natürlich jetzt schon Ende Mai, hat schon gut angefangen und wir haben sehr viele Badetage für die Besucher gehabt. Das Problem eher, dass teilweise eben die Wochenenden verregnet waren da im Juli und August, sonst hätte man natürlich noch mehr Besucher gehabt. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im Strandbad Bregenz. Nur im Waldbad Feldkirch gab es ein Besucherminus. Wir müssen den Klimaschutz in Vorarlberg vorantreiben. Das sagt aktuell der Grünen Clubobmann Adi Groß. Die Klimaerwärmung spüren wir in Vorarlberg besonders stark, sagt Groß. Die Schneegrenze ist bereits massiv angestiegen, das wissen wir alle. Stichwort Schneemangel in mittleren Höhen. Extreme Ereignisse nehmen zu, auch das ist nachgewiesen. Also stärkere Überschwemmungen, Vermurungen. Gibt es leider eine ganze Reihe von Dingen, die wir bereits spüren. Groß fordert auch die Bevölkerung auf, die Umwelt zu achten. Ein Bus musste in Bregenz eine Vollbremsung hinlegen. Eine bereits aufgestandene Frau ist dabei im Bus gestürzt und hat sich die Rippen geprellt. Passiert ist das laut Polizei gestern, kurz vor der Haltestelle Franz-Ritter-Kreuzung. Ein Auto hat den Bus offensichtlich übersehen. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise bzw. soll sich der Autofahrer bei der Polizei melden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.